Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich finde ja, dass die deutsche Außenpolitik gerade ein ziemlich trauriges Bild abgibt. Das lässt ja auch tief blicken, Herr Steinmeier, dass gerade Ihr Koalitionspartner, Herr Kahr, Sie loben wollte. Und das Einzige, was ihm eingefallen ist, ist, Sie reisen viel. Das ist schön mit dem Reisen, aber ich finde, das reicht nicht. Was mir wirklich fehlt, ist endlich mal eine Veränderung der deutschen Außenpolitik, endlich mal eine echte Friedenspolitik und vor allen Dingen mal eine Sicherheitspolitik, die Sicherheit nicht immer nur militärisch denkt. Eine Außenpolitik, die nicht immer nur mit der Waffe in der Hand, nicht immer nur mit dem Panzer im Kopf gedacht wird. Ich möchte das mal an drei Beispielen deutlich machen, wo Sie genau das tun, Herr Steinmeier. Das erste Beispiel: Afghanistan. 13 Jahre NATO-Krieg haben dem Land eben keinen Frieden gebracht, keinen sozialen Fortschritt, keine stabile Demokratie, keine Rechtsstaatlichkeit. Sie alle hier im Raum wissen genauso gut wie ich, dass Ihr Krieg in Afghanistan komplett gescheitert ist. Deshalb haben Sie uns ja auch. Deshalb haben Sie uns auch jahrelang den Abzug für Ende 2014 versprochen. Meinetwegen war das sowieso schon viel zu spät, aber nicht mal das halten Sie jetzt ein. Es sollen immer noch 850 Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan bleiben. Und dann sagen Sie dazu, ist ja nur für Ausbildungszwecke. Wen wollen Sie damit eigentlich in das Licht führen, Herr Steinmeier? Die Öffentlichkeit oder uns hier im Parlament oder eigentlich sich selbst? Denn Sie verschweigen dabei immer, dass die Bundeswehr ja nicht allein nach Afghanistan geht, sondern Seite an Seite mit 10.000 amerikanischen Soldaten kämpfen wird. Und die haben einen Kampfauftrag und mit denen gehen Sie dort in den Kampf. Da jetzt immer nur von Ausbildung zu reden, ist doch verlogen. Und vor allen Dingen, reden Sie bitte nicht mehr vom zivilen Aufbau in Afghanistan, denn der findet mit der Bundeswehr nicht statt. Wenn Sie weiterhin zivile Hilfe und Militär miteinander verkoppeln, dann wird es eine neutrale, humanitäre Wiederaufbauhilfe in Afghanistan niemals geben. Das sagen Ihnen alle Entwicklungshelfer, das sagen auch alle Aufbauorganisationen. Sie kennen das, Sie kennen auch Herrn Erös, der seit 10 Jahren dort Schulen aufbaut, ein ehemaliger Bundeswehrsoldat. Und er sagt immer wieder sagt, verbindet unsere Schulen im Taliban-Gebiet nicht mit westlichen Soldaten. So und nur so, nur ohne Militär, können wir Mädchen- und Jungschulen mitten im Taliban-Gebiet aufbauen. Das heißt, wenn Sie wirklich einen Wiederaufbau wollen, wenn Sie humanitäre Hilfe wollen, dann geht das eben nicht mit der Waffe in der Hand und mit dem Panzer im Kopf. Und wenn Sie jetzt hier, Herr Steinmeier, wo ist er jetzt? Da, Herr Steinmeier, wenn Sie jetzt hier sagen, man muss doch auch mal die Lehren aus dem Irakkrieg 2003 ziehen, ja, dann tun Sie das doch endlich. Wo ist denn der Unterschied zwischen den desaströsen Ergebnissen vom Irakkrieg 2003 und Ihrem Einsatz in Afghanistan? Da gibt es doch keinen Unterschied. Die Situation für die Menschen in den beiden Ländern ist katastrophal gleich. Zweites Beispiel: Syrien und Irak. Auch in Syrien und Irak zeigt sich, dass Sie überhaupt gar keine Vorstellung davon haben, wie man denn einen gewalttätigen Konflikt überhaupt zivil, nicht gewalttätig, auch mal angehen könnte. 4 Jahre lang dauert jetzt der Bürgerkrieg in Syrien. Die Bundesregierung hat in der ganzen Zeit wenig für eine friedliche Lösung getan. Aber sie haben Bundeswehr und Patriot-Raketen in die Türkei geschickt. Wir alle wissen hier, gerade Ihre Verteidigungspolitiker wissen, eine militärische Notwendigkeit war dafür nie da. Es war immer nur eine politische Unterstützung für die Erdogan-Regierung in der Türkei. Es war nur ein politisches Signal. Und das für eine türkische Regierung, die im Moment doch ganz sicher nicht Teil der Lösung in der Region ist, sondern Teil des Problems ist. Sie unterstützen immer noch mit der Bundeswehr, mit den Patriot-Raketen eine türkische Regierung, die radikale Dschihadisten in Syrien unterstützt. Das wissen Sie. Die bis heute lieber gegen Kurdinnen und Kurden kämpft, als gegen den sogenannten Islamischen Staat. Eine türkische Regierung, die die nordsyrischen Gebiete unter ein komplettes Embargo legt, da kommt keine einzige Tablette, keine einzige Hilfslieferung durch. Und diese türkische Regierung unterstützen Sie, das machen Sie mit. Sie selbst, Herr Steinmeier, verweigern sogar medizinische Hilfe für die Kurdinnen und Kurden in Nordsyrien. Ich bin fassungslos, was das eigentlich für eine Außenpolitik ist, die an die einen Kurden im Nordirak Waffen liefert, aber die anderen Kurden in Nordsyrien nicht mal Medikamenten liefern will. Das ist das Gegenteil von menschlicher Außenpolitik. Und wie brutal Sie gelegentlich sein können, das zeigt mein drittes Beispiel. Das zeigt Ihr Umgang mit den Flüchtlingen im Mittelmeer, die vor Krieg, vor Gewalt, auch vor deutschen Waffen, auch vor Armut flüchten. Sie alle wissen das. Es gab mal ein italienisches Programm zur Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer. Das Programm hieß Mare Nostrum. Das hat in einem einzigen Jahr 130.000 Menschen das Leben gerettet. 130.000 Menschenleben im Mittelmeer. Und dann musste das Programm eingestellt werden aus Geldmangel, weil kein einziger anderer EU-Staat bereit war, das mitzufinanzieren.
Auch die Bundesregierung war nicht bereit, nur einen einzigen Cent in dieses Mare Nostrum-Programm zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer auszugeben. Auch Sie, Herr Steinmeier, sind mitschuld, wenn das Mittelmeer zum Friedhof für viele Menschen wird. Und was mich am meisten aufregt, gerade wenn hier die Verteidigungspolitiker, die Kriegspolitiker der CDU sich jetzt aufregen, für die Flüchtlinge im Mittelmeer haben sie kein Geld. Aber hier um die Ecke bauen sie gerade am Bahnhof Friedrichstraße in der besten Lage im Berliner Zentrum, bauen sie ein Rekrutierungsbüro für die Bundeswehr. Zu horrenden Kosten bauen sie das auf. Aber für die Flüchtlinge im Mittelmeer haben sie kein Geld. Der Werbeetat der Bundeswehr, ich weiß, das ist nicht Ihrer, aber der Werbeetat der Bundeswehr beträgt 35,5 Millionen Euro. Das Geld würde locker ausreichen, um darum Ihren Beitrag zu Mare Nostrum zu reichen, um 130.000 Menschen zu retten. Aber Sie bauen lieber hier eine Showveranstaltung, um junge Menschen zur Armee zu ziehen. Das kommt dabei raus, wenn man nur den Panzer im Kopf hat und das Gewehr in der Hand hat und nicht eine menschliche Außenpolitik betreibt. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Deutschland keine Waffen mehr exportieren sollte. Es war ja Ihr Kollege, Herr Steinmeier, Ihr Wirtschaftsminister, Ihr Vizekanzler, Ihr SPD-Vorsitzender, der vor einem Jahr noch ganz, ganz laut getönt hat, wir brauchen Beschränkungen bei den Waffenexporten. Jetzt nach einem Jahr ist er komplett vor der Rüstungslobby, vor der Kanzlerin eingeknickt. Es gibt nicht mal mehr ein Reförmchen in der Waffenexportpolitik. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Hans-Peter Bartels, auch von der CDU, von der SPD, hat das gestern vor der gesammelten deutschen Rüstungsindustrie noch einmal versichert. Wörtlich hat er gesagt, die Regeln für Rüstungsexporte werden nicht verändert. Da haben Sie aber wirklich ein Problem mit Ihrem Panzer im Kopf. Man kann sich in diesem Haus trefflich streiten. Und diese parlamentarische Debatte lebt auch von einer Kontroverse. Aber den Außenminister als mitverantwortlich für das Sterben im Mittelmeer zu machen, halte ich für unzulässig. Nächster Redner, das können Sie nachher machen. Nächster Redner, Philipp Miesfelder für die CDU-CSU.